Wir verweilen heute in Vejle im schönen Dänemark. Hier sehen wir eine Diskothek für ältere Menschen, Seniorclub. Mein neuer Freund Morten. Und hallo? Was genau schauen wir uns jetzt an? Ja, herzlich willkommen hier in die alte Spinnereihalle von Vejle. Hier hat man früher Wolle verarbeitet und in die ganze Welt rumgeschickt. Heute ist es ein Kulturzentrum und eine, wo wir zum Beispiel unser Vejle Museum hier haben, und wir haben auch ein Theater hier hinten. Und ich denke, für die Kinderfamilie ist es wahnsinnig interessant, hier reinzukommen. In ein kleines Café oder was zum Trinken kriegt man dann auch. So, das ist ein Herzstück von der Kultur in Vejle. Ich danke Ihnen. Bitte. Ich glaube, ich spinne. Als Dänemark von Jelling regiert und auch. Sakko. Passt wie angegriffen. Guck mal hier, meine wieder. So. Oh. Tick paar Skamen vor Abtage Billett del Gasbogen. Was so viel heißt wie außer Betrieb. Oben oder unten? Achso, ich unten. Ja, moderiert mal schön. Hör dich, danke, ich kann wieder raus. Ja, ja, alles gut. Danke, wir gehen weiter. Ja, spitze. Das wäre eine neue Gegner. Und dann ist Basis. Auch Basis, alles ist Basis. Auch Vejle hat ein Kapitol. Ich würde gerne wissen, drei Gründe, warum Menschen aus Hamburg hier nach Vejle kommen sollen. Ja, Hamburg ist ja Innenland und Vejle ist an der Küstenstrecke von Dänemark. Also die Küsten sind natürlich ganz, ganz wichtig, finde ich. Dann ist da die schöne Wikingergeschichte von Jelling, das einzigartige UNESCO-Welterbe. Hier wurde Dänemark geboren, so das ist das wichtigste Punkt Dänemark. Und dann finde ich eigentlich die Stadtmitte recht schön, klein, aber fein. Und man hat viel über die Architektur gedacht. Und Dänemark ist ja eigentlich weltbekannt für Architektur. Und das findet man hier. Wir kommen gerne wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Und übrigens, ich bin der beste Tourismuschef Dänemarks. Das ist er, der beste Tourismuschef Dänemarks. Andreas Lehmann, live dabei, für okone.de in Vejle. Tschüss. Tschüss, ciao.